Gott Gottgelassenheit, wenn man es endlich wie Walt Disney die Welt beobachtet. Die Mädchen in Trauer alle. Und die älteren Frauen, sagen wir. Und wenn der Himmel so schön ausschaut, wie Bonanza. Nach Sturm und Drang wieder die Ruhe. Verstehst? Die Meeresströmungen, die Himmelsströmungen, sie haben sich wieder besänftigt. Die Telegrafenmasten, the bird on the wire, the tree. Und alles ist so sanft. Die Schäfchenwolken und Donald Duck, die Ente, kommt heraus und erzählt dir eine Dagobert-Geschichte und sagt, wenn die Sonne weit hintern durchschimmert so schön und wenn du da in der Heimat bist oder auch nicht und es ist deine zweite Heimat oder deine dritte oder vierte oder fünfte oder wenn du einmal dort bist und einmal da oder einmal tralala und es ist nicht erforderlich, dass du analysierst. Im Gegenteil, es passt alles. Es wird keine Glocke hier gezaubert, La Campania oder was ist das? Ist das ein Zeichenstift oder ist das ein Kunststück? Was ist das? Wie würdest du es behaupten zu schildern? Verstehst? Dann rauchst du und sagst, das sind Tabakwaren, die duften gut in der Freiheit des Himmels. Dann sagst du, was macht mein Freund? Er zeigt, dass er kann. Er sagt dir, bitte schau zu, Giovanni Emanuele, ich mach das für dich. Sag ich, ja, Marco, danke, ganz gut. Passt. Schau, er macht jetzt eine Glocke, hat er gesagt. Verstehst? Um seiner Heiligkeit einen Wohlgefallen zu machen. Das ist sehr nett. Verstehst? Er macht für seine Heiligkeit eine Glocke. Und er ehrt auch mich. Seine Heiligkeit ist die allmächtige Gottheit. Aber er sieht das auch, dass ich ein guter Freund bin. Verstehst? Ein glockenförmiger Kampaner. Verstehst? Wir zwei haben 4200 Millionen der schönsten, rassigsten Menschen hinter uns. Wir sind die mächtigsten, sehnsuchtsbewusstesten Menschen der Welt, der Erde. Dann sagst du, bin ich der Oberchef der Bilderberggruppe? Dann kannst du sagen, ja, philosophisch gesehen, könnte ich das sein. Verstehst? Ich möchte gerne für Nordamerika 500 Millionen Menschen mehr das Leben schenken, dass sie noch besser leben und dass um ein Drittel in den nächsten Jahrzehnten mehr Menschen leben. Und für Europa hätte ich das auch vor. Und insgesamt wäre das Idealwert, also zwischen Soll und Realwert dann abzugleichen, auf 2000 Millionen für Europa und dann auch für Amerika nachziehen, verstehst, dass wir sagen, wir haben wenigstens halb so viele Menschen wie in Asien, aber mit der doppelten oder dreifachen oder vierfachen Lebensqualität dafür. Das heißt, wir haben mehr Menschen dann, aber dafür um eine vielfache Lebensqualität, verstehst, gehoben. Und die Mannigfaltigkeit der Rassen wollen wir ausschöpfen. Das heißt, dann fragst du, willst du jemanden vertilgen? Sage ich, das Gegenteil ist der Fall. Nur ergänzen, verstehst? Um weitere schönste Rassen und die Mischbarkeit der vielen Völker durch die Liebe und die vielen Rassen von Tieren. Denk an die Pferderassen, die Krokodilrassen, die Entenrassen, die Donald-Duck-Rassen, die Katzenrassen, die Leones, Daktari, Flipper, das Buschkänguru. Oder denk an Bonanza, Don Camillo und Pepone. Und denk an die königliche Hoheit aus Spanien, La Sua Majestad,
Und denk an Emanuele, José Durão Barroso und an Barack Hussein Obama. Und auch, denk an die königlichen Familien, Vittorio, Presidente, verstehst? Ukraine und Russland. Und denk an die schönen Qualitäten dieser Prachtburschen. Und ich habe sie alle als Freunde, verstehst? Und das sind die Mächtiger. Wir haben 4200 Millionen Menschen. Und wir mögen sie gern. Sie sind unser Hobby, dass sie gut leben. Tschüss. Buonasera. Good evening. Guten Abend. Buenas tardes. La campana. Pace. Vita. Vitalità. Sodaci. Después, erano formitaci.